Hi und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 in schönen Sichtingen mit Familie Picasso und zwar Matthias und Gerda und ihre zwei Söhne Patrick und Pierre. Und wir haben jemanden aus dem College zurück. Das ist unsere liebe Beatrix Braun, die Tochter von Bernd Braun, die ja jetzt hier den Pierre heiraten soll. Ich muss mal ganz kurz schauen. Pierre kommt heute um 15 Uhr nach Hause. Sind wir schon verlobt? Ja, wir sind schon verlobt. Ich würde auch fast sagen, dass wir dann direkt eigentlich heiraten. Jetzt ist es allerdings so gewesen, das letzte Mal, als ich ja hier war, da hat sich die Beatrix mit der Mutter, also vom Pierre, mit Gerda irgendwie, da war ja dieses Süßholzraspeln und das hat natürlich dann unserem Pierre nicht so gut gefallen. Und ja, ich hatte jetzt versucht auf dem College, dass sich die Beatrix und die Gerda noch gut verstehen, weil die hatten sich ja auch so ein bisschen verworfen gehabt. Ich glaube, das hatte ich dann noch so ein bisschen hinbekommen. Ja, also das sind, die beiden sind zumindest Freunde. Auf ihrer Seite auch, ja. Und jetzt hatte ich dann bei Beatrix den Abschluss gemacht auf dem College. Und dann war dummerweise, habe ich dann alle eingeladen, und also Gerda und Patrick eingeladen, Pierre, so rum, ich verwechsel die zwei immer, also Pierre mit eingeladen, und die hatten sich dann dort total gezankt. Deswegen, ja, Gerda, ich weiß gar nicht, ihr Sohn ist hier gar nicht am Anfang, doch, da ist er. Also minus 80. Aber das kriegen wir auch ganz gut hin, weil zumindest der untere Betrag nicht im Minus steht. Aber auf seiner Seite, also er ist wirklich sauer auf die Mutti, weil irgendwie da halt die Mutti, glaube ich, die Beatrix irgendwie so angemacht hat. Na gut, auf jeden Fall. Herzlich willkommen, Beatrix, in der Familie. Picasso! Was haben wir denn heute? Sonntag. Das heißt, dass Patrick zu Hause ist. Da muss ich mal direkt schauen. Ah, wir haben noch ein paar Tage, Patrick. Du bist ja noch ein paar Tage da. Das wird hier natürlich das Zimmer sein, also das gemeinsame Zimmer von Beatrix und Pierre. Ich schaue noch mal kurz, was ich eigentlich mitgebracht habe. Guck mal, das kann ich verkaufen. Können wir hier irgendwo noch einen Schreibtisch reinstellen? Nee, ich habe lieber das hier, glaube ich, stehen. Oder können wir das... Ach, das geht gar nicht. Schade. Da müsste ich cheaten, will ich aber nicht. Okay, das lassen wir. Aber da würde ich irgendwie was gerne draufstellen. Guck mal, das kannst du hier hinstellen. Ich hoffe, das war eins von euch. Genau. So, dann würde ich noch mal kurz sagen, du gehst direkt dich mal umziehen. Wir schauen mal, was wir in dem Haus eigentlich haben für dich, so an Klamotten. Und dann wollen wir natürlich ganz klar, wir wollen ein Hochzeitskleid haben. Ja, und dann schauen wir mal. Wie gut verstehst du dich mit den anderen? Ja, mit Patrick ist sie ja schon auch schon gut befreundet. Und mit dem Papa, naja, immerhin hier mal 40. Also nur mit unserem Hund, der Bella, das geht noch. Das Oberteil finde ich übrigens eigentlich ganz klasse für sie. Passt, finde ich, ganz gut zu ihr. Wobei das vielleicht sogar noch besser zu ihren grünen Augen. Aber wir haben ja noch Winter. Deswegen suche ich mal nach einer Winterklamotte. Was haben wir denn hier so da? So in etwa ist sie rumgelaufen übrigens eben auf dem College. Das wäre irgendwie auch cool für sie mal. Das wäre mal was anderes. Aber ist auch nicht für den Winter gedacht. Was haben wir denn noch? Das hätten wir vielleicht. Das könnten wir mal. Wir haben ja nicht mehr lange Winter. Also das wäre eine Möglichkeit. Das ist eher Outdoor, ne? Dann würde ich sagen, dann ziehst du das mal nochmal vorübergehend für den einen Wintertag an. Achso. Hochzeitskleid. Das haben wir. Oder das hätten wir. Das wäre mit grün. Hm. Das andere gefällt mir eigentlich besser. Das ist so ein bisschen ins Graue gehend. Ja, doch, komm, wir nehmen das da. Das wäre auch noch... Nee, das ist kein Hochzeitskleid. Yay, wir haben ein Hochzeitskleid. So.
So, dann zum Sport kannst du das hier anziehen, glaube ich, oder das? Nee, wir nehmen mal das Ballerina. Pink passt ganz gut zu ihr. Ich finde mal pink und blonde Haare. Das hier, das dann nimmst du. Wobei es sie für mich so pink, aber auch grün irgendwie ist. Ja, sowas. Das dann nimmst du mal. Was haben wir noch? Zwei Sachen haben wir noch. Das ist Unterwäsche. Dann nehmen wir mal schwarz. Und noch Outdoor. Outdoor, dann nehmen wir den da hier. Und genau, dann kannst du dich direkt schon mal umziehen. Dann suche ich noch mal fix einen Aussehen ändern. Ich gucke nämlich mal, möchte ich die Frisur. Oh, da ist jemand gerade auf Toilette. Okay, warte mal. Wenn, dann können wir auch dahin gehen. Geh mal dahinter, bitte. Ich habe mich jetzt noch gar nicht um die anderen gekümmert. Aber egal. So, Gerda, wie geht's dir? Achso, du kannst. Guck mal, wir können. Unser Butler hat nichts gekocht momentan, aber wir haben bestimmt irgendwas im Kühlschrank. So. Ich weiß nämlich noch nicht, ob ich die Frisur behalten möchte bei ihr. Ja. So. Genau, also sie hat ja immer so eine Kurzhaarfrisur gehabt, deswegen bin ich gerade im Überlegen, trotz allem natürlich ihr auch eine Kurzhaarfrisur zu lassen, aber vielleicht mal eine andere. Das ist immer so mit einer hohen Stirn, das mag ich gar nicht so gerne. Ja, sowas in der Art. Wobei ich das immer nicht so als Alltagsoutfit haben möchte, muss ich ehrlich gestehen. Oh, das wäre cool mit Grün. Das wäre cool. Damit schaust du doch cool aus. Ja, das möchte ich mal haben bei ihr. So, dann Abend. Ach so. Aber zur Hochzeit würde ich dir noch mal irgendwas geben. Das hätte natürlich bei ihr irgendwie auch was. Ich nehme bei den meisten ja eigentlich immer das. Oder will ich das? Nee, ich will das mal bei dir. So, dann Unterwäsche. So, lasst mich mal schauen. Da haben wir. Nee, oder? Unterwäsche, dann laufe ich immer mit einem Badetuch rum. Ist auch doof, oder? Dann nehmen wir das da wieder. Schlafanzug. Ich gucke noch mal ganz kurz nach vorne, was ich sonst vielleicht nehmen könnte. Das war ja so die eigentliche. Dann mache ich trotzdem mal das. Dann haben wir, was haben wir? Das Badekleidung. Da wäre so ein kleiner Pferdeschwanz vielleicht schon auch schön. Ist das realistisch? Wahrscheinlich eher weniger, aber egal. Und dann haben wir hier. Oh, da wäre dann das da vielleicht mal ganz schön. Wobei, da ich da was Pinkes anhab. Passt nicht wirklich was zu Pink. Dann nehmen wir trotzdem das Grüne. Und für Outdoor. Outdoor. Nö. Will ich dann eine Mütze aufhaben? Die ist doof. Oh, wartet mal, ein Hut vielleicht. Das würde ihr, glaube ich, auch ganz gut stehen. So einen, sowas in der Art. Pink. Guckt mal, das machen wir. So, was haben wir denn? Oh ja, die Grünen. Sehr gut, sehr schön. Haben wir Halsketten und so. Ich muss mal da mal ein bisschen mehr einkaufen gehen, weil ich nicht so viel davon habe immer. So, dann will ich einen anderen Lippenstift. Oder hier mal ein bisschen mehr. Ja, das machen wir mal. Was habe ich denn? Ich meine, ich habe immer noch den grünen, ne? Oh. Das finde ich sogar sehr aussagekräftig bei ihr irgendwie. Sehr schön eigentlich, das Kräftige. Oder das hier. Das gefällt mir mal, ist mal was anderes. So, und dann gucke ich nur noch mal ganz kurz. Balla. Naja, das ist schon okay. Ja, cool. Dann habe ich dich mal ein bisschen umgestylt, meine Liebe.
Sehr schön. Gefällt mir sehr gut, muss ich gestehen. Genau, du gehst mal auf die Toilette. So, dann wolltest du noch Stadtplanerin werden. Ich hatte ja ihren Wunsch noch geändert. Sie wollte ja eigentlich, glaube ich, auch sechs Kinder haben. Also sechs Kinder unter die Haube bringen. So ist ja immer der Wunsch. Und das war mir dann jetzt doch ein bisschen zu viel, weil wenn es zu viele Sims wollen, dann explodieren ja meine Sims. Und deswegen habe ich das jetzt mal bei ihr wieder verändert. Aber die Architekturin-Karriere, die finde ich auch cool, weil die habe ich nicht so oft. Von daher, genau, übernatürliches. Ich muss wirklich Architektur suchen, ja. Genau. Mal gucken, was wir haben. Naturwissenschaft? Nein. Wir können natürlich das eine oder andere nehmen, aber wenn ich wollen würde. Musik? Nein. Habe ich eigentlich einen. Oh, ich habe keinen Meeresforschung. Dieses Bücherregal. Dieses coole Bücherregal habe ich gar nicht bei dieser Familie. Wissenschaft? Nein. Okay, wartet mal. Lass mich mal ganz kurz gucken. Ich meine, es war jetzt Bildung war auch nicht dabei. Das ist dieser Zeichentisch, den man bei der Architekturkarriere bekommt. Und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wissenschaft, was ist denn das nochmal für ein Zeichen? Das da, das ist Wissenschaft. Ach ja, nee, das will ich jetzt gar nicht haben. Musik haben wir schon, das Teil. Nee, ach, brauchen wir jetzt gerade nicht. So, genau, du könntest jetzt mal kurz mit der Gerda noch unten quatschen. Guck mal, die ist jetzt fertig. So, dass wir uns. Warte mal, ich guck mal hier. Okay, ich muss mich nicht entschuldigen, da ist alles gut. Also mal kurz abhängen. Oh, und die anderen beiden. Oh, also sie ist in der Zone unten. Die zwei hängen die ganze Zeit schon miteinander um. Also, genau, weil die noch nicht so hoch befreundet waren. Was sie aber jetzt dann oben zumindest mit der 100 sind. Von daher können wir da jetzt mal kurz pausieren. Du rufst mir mal bitte die Pia an, damit wir die Freundschaft gerade nochmal wieder kitten. So, warte. Pia, da ist sie. Oh nein, jetzt ist sie nicht zu Hause. Okay, dann geh mal auf die Toilette. Ich guck mal nach dem Patrick. Dem geht es ganz gut. Und Freundschaft, guck mal, wir können den Xavier auch mal nochmal anrufen. Ah, und du und Octavia, da war was. Warte mal, lass mich mal ganz kurz schauen. Oh, eigentlich nur ihr beiden. Er und Octavia. Oh, das wäre doch eigentlich ein schönes Paar, oder? Alle anderen, die ihr bis jetzt zumindest kennt, eins. Ja, fände ich ganz cool. Aber wir rufen erstmal den Xavier an. So, Moment. Xavier, da ist er. Plaudern. So, Matthias, hast du eigentlich frei? Ach so, du bist ja. Oh, da könnten wir mal hier einiges tun. Das wäre eigentlich mal angebracht bei dir. Oder das können wir einfach mal angehen, so vielleicht. Kochen, oh Gott, der hat noch nicht mal Erziehung gelernt. Aber wir müssen bei ihm noch Kunst und Handarbeit, also sein Hobby, noch also in die Zone ihn bringen. Das habe ich noch nicht geschafft. Das sollte ich vielleicht irgendwann noch angehen. Aber er soll jetzt erstmal gerade ein bisschen kochen lernen. So, ich gucke mal bei euch beiden. Wie sieht's aus? Wo ist sie? Da. Wir haben uns gerade gut befreundet. Das ist sehr cool. Dann sieht es zumindest bei euch beiden sehr gut aus. Das gefällt mir. So, wo ist Bella? Ah, die hat oben geschlafen. Oh, und da geht es wunderbar. Hier ist ja alles. Ah, genau. Dieses Bild, das wollte ich noch der Silke schenken. Das wollte, muss ich ihr noch unbedingt übergeben. Das habe ich vergessen, ihr mitzugeben. So, wartet mal, lasst mich mal kurz überlegen. Also ich mache eben das mal rein. Wir laden sie dann zur Hochzeit mit ein. Und dann geben wir ihr das als Geschenk. Das sollte ja funktionieren. Ich habe damals ihr den Fernseher irgendwie hier
hängen lassen. Naja, egal. Die ist schon eingeräumt bei denen. So. Dann hört ihr zweimal auf. Und was mache ich mit dir, Gerda? Es wäre ganz cool, wenn du mit deinem Sohn dich noch ein bisschen aussöhnen könntest. So, du gehst vielleicht mal ganz kurz noch was essen. Und danach, upsala, genau, einen Gartensalat. Danach hier betrachten. Betrachten. So, der Sohnemann kommt gleich nach Hause. Und der Junge, der... Was machst du? Spielst Sims, so wie sich das anhört. Yay! Oh nein! Oh mein Gott, du bist... ja, Platin-Level haben wir erreicht mit unserem Pierre. Ja, cool. Genau, dann haben wir das direkt schon geschafft. Wow, Wahnsinn. Wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Durchsehen. So, jetzt muss ich mal gucken. Also minus 67. Okay, dann gehe ich mal hier hin. Und sag mal, wertschätzen, entschuldigen. Geh mal hier runter. Und du gehst hier Party veranstalten, Hochzeitsfeier. Ich würde nämlich eigentlich gerne von ihr... Warum hast du eigentlich deine Outdoor-Klamotten an? Fällt mir jetzt so auf. Seltsam. Ihre Familie einladen zur Hochzeit. Das wollte ich noch sagen. Genau, so. Das machen wir doch mit B. Gehen wir dann direkt zu Familie Braun. So, das ist Bernd, ist der Papa. Die Jessica ist die Mutter. Dann haben wir den Erik, ist der eine Bruder. Der Brandon ist der andere. Jetzt muss ich mal gucken. Babsi, Bob, Brittany. Die sind jetzt nicht so wichtig. Tini, Wanda. Okay, Wanda können wir mal gucken. Und der Xavier. Ach nee, der Xavier. Xenia. Noch, doch, stimmt. Xenia ist ja die neue Frau von Erik. Ich weiß nicht, ob die kommen, das muss ich sagen. Ich weiß auch nicht, ob du eigentlich die Stoffel... Wie heißt sie denn? Siba, Silke. Silke und Sam. Ich guck mal, ob die mitkommen. Ich weiß es aber nicht. So, hallo Fremder und so weiter. Genau. So, Moment. Wertschätzen, entschuldigen. Genau, also ich muss natürlich hier mal ein bisschen Acht geben, dass das klappt und so. Und würde einfach mal ganz kurz euch vielleicht zum Abhängen hinsetzen. So, und dann... Hallo, 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 hallo. Da kommen sie schon alle. Und ich glaube, sie sind alle da. Ist Silke auch da? Ja, da ist sie. Silke Sieber. Ach Gott, was hast du denn an, Sam? Was hast du da an? Es ist doch Schnee draußen. Naja, egal. Ach, das ist Xenia. Ich bin jetzt gerade erschrocken. Was hast du denn für ein Kleid an? Gott sei Dank habe ich nicht die gleiche Haarfrisur genommen. So, warte mal. So, du kannst mal kommen. Da muss ich mal Stopp machen. Und, Geschenk geben. Das möchte ich nämlich gerade noch erledigen, bevor wir heiraten. So, cool. Alle sind sie gekommen. Umarmen, freundschaftlich. Reden, plaudern. Patrick, geh mal. So, das hier hinzufügen. Das gebe ich dir als Geschenk. Das ist noch das, was du hier gelassen hast, sozusagen. Das ist cool. Ah, guck mal. Oh, danke schön. Das habe ich vergessen. Das nehme ich mit. Okay, super. Ich hoffe, es hat geklappt. Dann brauchen wir natürlich einen Hochzeitsbogen noch. Ach, da würde ich heute gerne mal einen davon wieder mal nehmen. Den grünen. Sie mag ja grün. Wir gehen nach draußen, oder? Auch wenn es Winter ist. Wir gehen mal hier hin.
So, und dann brauche ich eine Hochzeitstorte. Welche nehmen wir da? Nehmen wir die alte? Nee. Wir nehmen die da. Dahin. Und wir brauchen was zu essen. Also zwar unser Butler hat jetzt gerade was gekocht, aber ich glaube trotzdem. Oh, was nehmen wir denn für eine Farbe? Wir nehmen ein Müffelbuffet mit Gold. Jetzt stehen die alle im Weg. Okay, machen wir es im Wohnzimmer. Stellen wir es hier hin. Sollte eigentlich gehen. Hier gehen sie alle vorbei, hoffe ich mal. So, perfekt. Na dann, haben wir alles? Das machen wir aber das nächste Mal. Ich sage jetzt einmal ein Tschüss und Goodbye. Lass es dir gut gehen. Lass mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben hier, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Dann geht's ab zur Hochzeit. Ich sag Tschüssi, eure Saki Night Owl. Ciao, ciao.